Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario der Origami King und ihr fragt mich, was mache ich hier? Denn, naja, wie soll ich sagen, wenn man hier drauf drückt und dann hier macht, kommt halt etwas raus, was wichtig ist, ist ein Toad. Ich wollte ja auf die Schaukel, aber dann hat dieser komische Goomba sich vorgedrängelt. So Leute, hier ist der erste und ich kann euch noch einen zeigen. Ja, ich habe ein bisschen nachgeguckt, aber auch nur dieses, weil, also nur diesen Abteil, wo die Toads halt sind. Guck mal, was hier ist. Auch eins. Ja, hier. Und ja, das ist schon ein bisschen, ja. Ich hatte schon befürchtet, dass mein Geschmackheftigkeit am Ende sein könnte. So, Toadtown hat ja fast fertig und wir sehen uns gleich nochmal in Toadtown. Also bis gleich. Und hier ist der Schatz, naja, der Schatz Mini zum, ja, zur Nummer 4. Pilzballastfackel. Und dann sehen wir uns gleich bei den Graffiti-Kanälen. Bis gleich. Und da wären wir wieder, Leute. Bei den Graffiti-Kanälen. Oh mein Gott, das sieht geil aus. Leider ist mir schon wieder ein doofer Fehler passiert. Ich habe die Aufnahme gestartet und die hat irgendwie nicht gestartet und ich habe weitergemacht. Ja. Aber zum Glück habe ich nicht so weit gespielt. Zum Beispiel, ich habe diesen Toad hier nur angequatscht und ein paar Gegner besiegt, aber sonst alles okay. Sieh mal, da ist ja jemand. Wer ist da? Vortrefflich, ich bin gerettet. Und Mario, ich musste die Fluchtiere antreten, um mich vor diesen grässlichen Waldschirm zu verstecken. Pardon, ich sollte mich mal wohl vorstellen. Ich bin der Kurator des Moyoko-Museums von Toadtown. Wir verfügen über einen herausragenden Kollektion an Objekten, Musikschätzen, Origami und andere erstaunliche Dinge. Man mag es kaum glauben, doch sogar das legendäre Seegefährt namens Super Mariono befindet sich in unser Besitz. Darf ich ihn blende mit meinem Besuch rechnen? Das Museum ist geöffnet, selbst mit all diesen Origamister-Verbrechen in der Stadt. Ich habe mich wieder versprochen, aber mir doch scheißegal. Museum? Mario, ich versuche mir lieber diese Worte als das Gesicht dieses Tor zu merken. Wie es mir immer näher gekommen ist, konnte mich nichts auf anderes konzentrieren, aber seine Worte waren vielleicht wichtig. Wollen wir uns das Museum mal in der Stadt ansehen? Ja, nachher, aber erstmal wollen wir die Graffiti-Kanäle untersuchen. Leider habe ich wirklich so einen blöden Fehler gemacht. Jetzt darf ich diese drei Kämpfe, die hier sind, nochmal wiederholen. Perfekt, oder? Und die Sache ist nun, ich weiß, wie ich die anordnen muss. Das heißt, ich werde wohl ein bisschen mehr Geld rausziehen können als, ja, als ich das vorher gespielt habe. Also, wo ich auf Versehen die Aufnahme... Das war ja halt nicht mal sogar mein Problem, das war ja sogar die Aufnahme das Problem. Ich habe die Aufnahme gedrückt, aber irgendwie ist die abgebrochen, oder keine Ahnung. Aber egal. Wir sind hier zum Spiel. Und ich bin immer noch am Vorproduzieren und ja, Paper Mario, der Origami King kommt eigentlich relativ gut an, habe ich gesehen. Die ersten zwei Parts sind nun draußen. Ja, die ersten Parts sind schon draußen, die ersten und zweiten. Und die kommen sehr gut an. Am besten ist der Part 2 gerade angekommen mit dem, wo ich am ganz leise am ersten am Flüstern bin, weil Mario am Schlafen war. Der ist dann sehr, sehr gut angekommen, finde ich. Vielen Dank für den Support an euch. Und obwohl es ja auch länger draußen ist, dass ihr trotzdem gerne noch bei mir zuschaut oder vielleicht sogar gewartet habe, bis ich es aufnehme, verspreche ich schon wieder heute da. Vielen Dank auf jeden Fall. Und Flap Flaps
sind also unsere Gegner. Okay. Siehst du, ich weiß halt, wie man die schon anordnen muss, weil ich die ja gemacht habe. Das ist halt die Sache. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt machen kann, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt den einen Tod hier habe und diesen Schatz Mini. Denn es kann sein, dass es nicht gespeichert worden ist, weil ich das Spiel beendet habe und ich wieder gegen den Tisch mit dem Controller haue. Auf jeden Fall, es kann sein, dass die nicht gespeichert worden ist, aber das werde ich irgendwann mal nachholen. Ihr wisst ja, wo die sind. Denn ich wollte jetzt nicht den ganzen Weg nochmal zurückgehen, nochmal hier raus und... Boah, nee. Wäre noch ein bisschen nervig. Ab jetzt ist auch sogar alles random wieder. So, Leute. What the? Oh, wie heißen diese Teile? Wie heißen die nochmal? Mäuse? Ja, die Mäuse, wie heißen die nochmal? Oh. Okay, dann machen wir das halt so. Warte mal, jetzt juckt es mich wieder da. Ja, machen wir es einfach so. Ist doch viel, ja, bequemer. Oh, wie heißen die? Ah, warte mal, könnte ich gerade nachgucken, wie die heißen, oder? Okay, wie heißen die? Gratterich. Stimmt, so heißen die. Nervige Gegner, aber die laufen halt weg normalerweise. Und das war eigentlich einfach, die Anordnung. Viel einfacher als die Flapflaps als erstes Mal. Okay, ich habe die Flapflaps auch erst jetzt verstanden, weil ich das halt schon ja, gespielt habe. Pilz. Wie viele Pilze habe ich eigentlich schon? 4 Pilze. Läuft. Was? Wir wurden in die Falle geschickt. Eigentlich ist das voll einfach, aber es wird bestimmt eh noch schwerer, deswegen nämlich bin ich gerade froh, dass es noch einfacher ist, weil bestimmt irgendwie dann letzter Streifen oder so, keine Ahnung, letzte Welt. Alle so verschiedene Ordnungen, 3 Züge, denke ich so unmöglich, aber schon möglich und ja, boah. Deswegen bin ich gerade noch froh, dass es so einfach ist. Ja, aber, achso, scheiße. Habe ich ganz vergessen. Kann ich, aber meine Frage, kann ich die mit dem Hammer treffen? Deswegen greife ich die jetzt erstmal als erstes an. Okay, nee. Scheiße. Ey, wie soll ich mich nicht angreifen? Das heißt, die könnte ich auch gar nicht in einer Runde besiegen, kann das sein? Irgendwie, weil, wie soll ich das machen? Naja, aber auch egal. Wir haben ja genügend Pilze zu malen und wenn, benutzen wir einfach einen, oder Leute? Tausend. Junge. Bad Mario. Kannst du mir die 11.000 abgeben? Du kriegst 216 Münzen. Oh, Wasser. Stimmt. Garnele. Hey, eine Röhre, wo die wohl hinführt. Ich glaube, du kannst es kaum abwarten, sie auszuprobieren.
Ui, hier steht ja alles unter Wasser. Wasser ist gar nicht gut, wenn man aus Papier ist. Ganz und gar nicht. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich gerade reinspringen. Meine ich ernst, ich wollte gerade reinspringen. Oh nein, schon wieder diese Ratten. Weg mit euch, Ratten. Weg. Na gut, dann machen wir es halt so. Habe ich jetzt nur zwei Angriffe oder drei? Drei. Also Geldmangel habe ich nicht, Leute, gerade. Generell, ich sollte vielleicht, wenn wirklich... Wenn wir es in diesem Part schaffen, noch rauszukommen und so. Dass wir uns vielleicht Ausrüstung kaufen oder so. Keine Ahnung, ob wir es in diesem Part noch schaffen. Wäre halt cool. Yay. Alter. Mario, gib mir bitte was vom Geld ab. Toll, ein Kaltkreis. Haben die gemeinen Fallschergen ihn etwa versteckt? Anscheinend schon. Olivia. Einmal, um euch zu zeigen. Ja, es sieht vielleicht scheiße aus, aber ich wollte es euch mal zeigen. Muss ja auch sein, finde ich. Huch, das Wasser ist ja weg. Ich glaube, es ist weg. Kanaldeckel, ach du Scheiße. Schatz Minis gesammelt. Okay, ja, hallo, cool. Und hier kann man hoch, das habe ich auch schon gesehen. Denn wir sind noch nicht fertig, Leute. Ihr habt es vielleicht geglaubt, aber hier ist hier ein Weg. Den habe ich nicht vergessen und den habe ich auch sehr gut gesehen. Oh. Ah, da ist ein Toad drin. Wetten. Ja, da ich verkackt habe. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung gehabt, Leute. Keine Ahnung. Also da könnte ich halt jetzt wirklich nicht machen. Ich hatte keine Ahnung. Nee, Gegner. Könnt mich nicht töten, ich bin zu stark. Wenn Mario jetzt eine Sonnenbrille hätte. Die man so als wenn man sich halt kühl. Ja, wenn man so gerade cool fühlt. Mario und mit Sonnenbrille. Im Kampf. Wäre lustig. Mario? Danke. Du hast mich Haben wir ihn jetzt umgebracht? Ach, was hier ist. Okay, haben wir ihn jetzt etwa gerettet oder getötet? Naja, ich denke mal, dann können wir raus, oder? Ja. Speichervorgang. Danke.
Okay, Aufnahme ist auch an. Kein Bock gehabt, sonst hätte ich das Spiel jetzt wirklich irgendwo gegen die Mauer geschmissen oder keine Ahnung, gegen die Wand. Hey, wir haben es geschafft. Wir sind am Eingang zum Pilzpalast. Coole Sache, das mit dem Kanal. Ich meine, wir sollten uns wohl nicht zu früh freuen. Wir müssen deinen Bruder finden und seine grüne Mütze. Ja, das schaffen wir. Aber bevor wir da hingehen, holen wir uns einfach den Fragezeichenblock. Mit 100 Münzen, ja gerne. Was ist das denn? Ist dieser Schrotthaufen aus dem Palast geflogen, als mein Bruder ihn geraubt hat? Wie gefährlich. Luigi's Bike. Oh nein. Oh, aber 200 Münzen lasse ich mir hier nicht entgehen. Das wäre selbst für mich eine Schande. Die Mütze deines Bruders. Hauptsache, dass da hinten, da dieses Teil da, das sieht so gefährlich, so offensichtlich irgendwie aus. Hilfe. Ui. Es wirkt fast, als hätte die Mütze mit Luigis Stimme zu mir gesprochen und um Hilfe gebeten. Ich bin zusammengefaltet irgendwo, vielleicht zwischen den Dimensionen, so hilft mir jemand. Haben wir doch schon wieder. Er scheint zwischen den Dimensionen zu stecken. So wie ich zuvor, aber wie ist das möglich? Der arme Luigi, bestimmt hat er wegen meines Bruders ein schlimmes Schicksal erleiden. Mario, kann ich diese Mütze als Andenken behalten? Ich kannte Luigi nicht, aber ich vermisse ihn trotzdem. Es ist hart, dass es so gekommen ist, aber wir dürfen uns davon nicht aufhalten lassen. Wir werden deine Mütze in Ehren halten, Luigi. Als ob die glaubt, dass Luigi tot ist. Und ist Luigi tot? Wer weiß. Nein, vergiss mich nicht. Geh dir etwa mal weg, Mario. Ich such grad den Weg dahin. Aha, also doch hier. Also wenn er den... Ich bin ganz in der Nähe, Bruder Erz. Also ich muss mir noch eine Stimme für Luigi ausdenken. Also ich muss mir auf jeden Fall noch eine Stimme für Luigi ausdenken. So, ich bin gleich etwa die Nase zu halten, wenn ich bin. Bin ich gerettet, wird sich seltsam. Puh, das ist schon besser. Ich bin also froh, dass es dir gut geht, Luigi. Nicht, dass wir jemals daran gezweifelt hätten. Nebenbei, ich heiße Olivia. Dein Bruder hat für seine Hilfe so einiges gut bei mir. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, zwischen den Dimensionen zu stecken. Wie hast du das geschafft? Ich nicht. Das war ein Shy Guy, aber kein gewöhnlicher Shy Guy. Es war so stämmig und kantig. Und bevor ich wusste, wie mir geschieht, hatte er mich gefaltet und hier reingesteckt. Sagt, dass er mich später holen kommt. Es muss furchtbar für dich gewesen sein. Wenigstens hat er dich nicht so einen Fallschirm gefaltet. Ach ja, gute Neuigkeiten. Deine Mütze hat überlebt. Meine Mütze, was ist denn mit dem ganzen Palast passiert? Wo ist die Prinzessin Peach? Oh, das dachte ich, dass du nicht mehr darüber freuen würdest, deine Mütze wiederzusehen. Naja, mein Bruder hat Prinzessin Peach samt Palast mitgenommen. Wir arbeiten gerade daran, ihn aufzuhalten. Aufzuhalten. Aber der Weg ist lang und uns halten Luftschlangen auf. Oh, stimmt, ja. Ich wollte den Pilzpalast-Schlüssel suchen. Wir waren eingeschlossen, weißt du noch? Mario rettet mich ja immer zu und da wollte ich ihm mal etwas Gutes tun und mich renovieren. Ich bin wirklich froh, meine Mütze wiederzusehen, aber ich muss immer noch den Schlüssel finden. Los geht's. Also nehmen die Mütze.
Schlüssel, warum brauchen wir jetzt einen Schlüssel? Tja, den Schlüssel brauchen wir wahrscheinlich, wenn wir es bis zum Pilzpalast schaffen. Setzen wir also unsere Hoffnung auf Luigi. Achso, ja dann. Viel Glück, Luigi, bis später. Ohne meine Mütze geht nichts. Zum Glück wissen wir jetzt, dass es ihm gut geht. Was sollen wir als nächstes tun? Ich meine, wir sind ja auf dem Weg zum Pilzpalast, aber sollten wir uns hier mal zuerst nach Hinweisen umsehen? Ja, das heißt... ja. Dass ich jetzt was mache... Zurückgehen in Toad Town oder was mache ich jetzt? Also ich würde jetzt vorschlagen, zu Toad Town zurückzugehen. Oder nicht, Leute? Oh, jemand hat wohl den ganzen Kram zur Seite geräumt, der eben hier noch war. Das muss Luigi gewesen sein, oder? Ich wünschte, mein Bruder wäre so nett und hilfsbereit wie deiner. Das war sein Kart, Olivia. Das war sein Auto. Rum. Verstehst du es? Ja. Oh, wir können den Turm hoch. Cool. Ja. Okay, jetzt. Tja, jetzt können wir zumindest sagen, dass wir den Pilzpalast gefunden haben, denn da ist er. Aber an diesen Luftschlangen kommen wir nicht vorbei, das kann ich dir jetzt schon sagen. Die sehen vielleicht nicht sehr reißfest aus, aber wie ich meinen Bruder kenne, sind die doppelt und dreifach gefaltet. Wenn nicht gar limitiert. Och. Außerdem kommen die aus allen möglichen Richtungen. Müssen wir etwa die ganze Welt bereisen, um sie zu lösen? Anscheinend schon. Die rote Luftschlange geht da entlang. Wenn wir einfach folgen, müssten wir uns ja eigentlich in die richtige Richtung bewegen, oder? Normalerweise schon, Olivia, hast was recht. Bist ja doch was nützlich. Oh, guck mal, das mit den Kronen ist auch geil. Bitte, so hilft mir doch jemand. Ich bin hier irgendwo zwischen den Dimensionen. Schon wieder. Hey, das klingt ja, als würde ganz in der Nähe jemand in der gleichen Klemme stecken wie ich. Seinerzeit, wir sollten unbedingt helfen. Oh. Als ob da jetzt auch noch ein Goomba da ist. Toll, wie die Toads, die wir gerettet haben, uns von der Tribüne aus zujubeln. Die sind ja total erhauschen. Weißt du, was ihre Intermission noch steigern würden, wenn wir sie bezahlen? Also XY gedrückt, wenn du ein paar Münzen übrig hast, um die Toads zu lernen, können sie ja viele teurer, okay? Feuerblume! Jo! Ehre! Ich weiß nicht, ob das jetzt günstig war, so eine Feuerblume. Also ich weiß halt nicht, wie viel die kosten. Wenn ja, wenn die jetzt viel kosten, so 300, haben wir auf jeden Fall was gespart und haben, ja. Alter, zieh doch! Oh, ein blauer Toad, wie schön. Oh, puh, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich zurück zu meinem Laden in Toad Town. Denn lass ich mich nämlich nur ungern länger als für ein paar Minuten alleine. Ja, ich weiß, ich sollte da locker sein, aber kommt doch mal vorbei. Wir führen Ausrüstung, Items und viele andere nützliche Dinge. Oh, ja, wir kommen natürlich. Menno, die Brücke war doch nicht immer so kaputt. Wie soll ich denn jetzt zu meinem Laden kommen? Ich will doch kaufen. Ich will doch verkaufen. Ich will Geld einkassieren. Ach, ist schon okay. Wahnsinn. Du hast sie repariert. Ich danke dir. Ich werde sogleich zu meinem Laden eilen, aber zuerst einmal hier ein gratis Exemplar aus meinem Sortiment. Viel Spaß. Ein Pilz. Okay.
Ich muss los, muss schnell das Feuer löschen, das bestimmt in meinem Laden ausgebrochen ist, als ich mal ein paar Minuten nicht da war. WTF, was will er? Und ich rutsche die ganze Zeit vom Stuhl. Ist nicht cool. Ja, ich speichere auf jeden Fall. Und ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal ganz kurz im Laden gehen, dass wir dann im nächsten Part... Ja, mir geht's einfach nicht über Wasser, auch wenn ich aus Papier bin. Meine Freunde sagen, ich bin mit allen Wassern gewaschen. Okay. So, Item Shop. Das hier, oder? Ja. Danke nochmal, dass du mich aus anderen Dimensionen befreit hast. Jetzt kann ich wieder 18 Stunden Schicht betreiben. Oh. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Ich verkaufe massige, tolle Sachen. Schau da mal rein. Ja, wollte ich ja gerade machen. Oh, das hier interessiert mich schon. Na, was darf sein? Ich hoffe, du hast deine Spendierlatzhose an. Eisenschiefel? Ja, klar. 300, okay. Stärker als normale Stiefel und treffen Stacheln. Hör, wenn ich richtig gesehen, hast du gerade eine Waffe erhalten, die dir helfen kann im Kampf. Ich habe mal gehört, dass Waffen ganz verschiedene Effekte haben. Aber zuerst muss man sich damit im Menü ausrüsten. Wenn du eine Waffe zu lange verwendest, kann sie kaputt gehen. Du solltest auch in meinem hitzigen Kampf nicht vergessen. Okay, dann kaufe ich halt noch einen. So sind wir auf jeden Fall erstmal gewappnet. Kommt halt wieder, ja, ja. Ist auch der Hammerladen offen? Das würde mich jetzt interessieren. Ins Museum gehen wir irgendwann später, würde ich sagen. Und jetzt interessiert es mich doch. Ah, die wurden gespeichert. Okay. Ja, dann wollen wir uns doch schon mal ins neue Gebiet begeben. Wir machen heimlich einfach weiter, oder? Normalerweise würde ich jetzt aufhören. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten so ungefähr, aber... Ey, komm, wir gehen mal noch ein bisschen weiter rein. Ja. Let's go. Ach du Scheiße, was sind hier für Lücken? Das war eine große Lücke. Aber dafür auch ein Toad, okay. Ich habe mich schon so lange in diesen Blättern versteckt, dass ich ganz grün geworden bin. Moment mal, nein, das kann doch nicht sein. Okay, ich muss jetzt einfach fragen, ist das Luigi auch passiert? Bin ich der Luigi unter den Toads? Weißt du was? Das wird jetzt mein Ding. Ich suche mir eine grüne Mütze, lass mir ein Schnurrbart wachsen und arbeite dann an meinen Grimma. Luigi, Faker! Und wenn Luigi hier wäre, würde er es dir jetzt sagen, dass du mit das Menü öffnen kannst. Dort kannst du dich mit Waffen ausrüsten. Alter! Items verwenden, um dir alle möglichen hilfreichen Infos anzusehen. Mamma mia! Na, wie war ich? Bester! Beste. Normalerweise würde ich jetzt schon aufhören. Okay, wir machen noch diese Lücke hier. Okay, Leute. Dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen, wenn es heißt... Ja, Paper Mario oder Origami King. Abonnieren nicht zu vergessen, um den nächsten Part zu verpassen. Und ja, wir sehen uns. Bleibt gesund und ja. Ciao, ciao.